schön, dass du wieder mit dabei bist hier auf meinem Kanal. Es geht trotzdem weiter. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, welche Hormone Einfluss, beziehungsweise eigentlich geht es heute eher darum, welche Hormone es gibt, die Einfluss haben können auf eine Depression oder sie vielleicht auslösen können. Die einzelnen Hormone gucken wir uns nochmal in späteren Videos an. Heute geht es kurz um einen Überblick. Aber bevor wir uns die einzelnen Hormone angucken, gucken wir uns den Begriff Hormon selber erstmal an. Ein Hormon ist vom Prinzip her ein biochemischer Botenstoff, der in speziellen Zellen generiert wird und dann an anderen Zellen ja, Reaktionen auslöst. Nun ist noch die Frage, wann werden die Hormone von den Zellen freigesetzt? Das ist immer individuell von den Zellen und auch individuell von dem Bedarf des Hormons abhängig. Nun ist es dann bei Depressionen ja halt so, dass Depressionen ja eigentlich vom Prinzip her oft ein Hormonproblem sind. Und jetzt gucken wir uns mal an, welche sechs Hormone für ja, die Diagnostik oder Behandlung von Depressionen interessant sind. Erstens, das wahrscheinlich wichtigste Hormon in der Depressionsbehandlung ist Serotonin. Serotonin ist unser Glückshormon und die meisten Menschen bei Depressionen oder die Depressionen haben, die haben ein Serotoninproblem. Das zweite und dritte Hormon, die packe ich jetzt gleich mal zusammen, das sind die ja, Sexual- und Geschlechtshormone, nämlich Östrogen bei den Damen und Testosteron bei den Männern. Das nächste Hormon, ja, es sind eigentlich auch wieder zwei Hormone, aber man fasst die schon so zusammen, weil sie kommen beide aus der Niere, beziehungsweise aus der Nebenniere. Das sind Adrenalin und Noradrenalin, unsere Stresshormone. Das fünfte Hormon, das auch mit für Depressionen verantwortlich sein kann, ist Melatonin. Das ist das Hormon, was bei uns den Schlafzyklus, beziehungsweise ja das Schlafen selber zyklus. Regelt. Kleiner Versprecher. Das sechste Hormon sind auch wieder zwei Hormone. Das sind zwei Schilddrüsenhormone. Weil ich das erste nicht aussprechen kann, schreibe ich euch die hier links einfach mal rein. Auch Schilddrüsenhormone können für Depressionen verantwortlich sein. Was im Einzelnen bei den Hormonen passiert, warum sie für Depressionen verantwortlich sein können und wie auch damit umgegangen werden kann, das gucken wir uns in späteren Videos an, weil das würde jetzt einfach zu lang werden. Ansonsten danke ich dir fürs Reinschauen. Wenn du mich mit diesem Kanal unterstützen möchtest, dann abonniere ihn doch. Ich würde mich freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder und ich wünsche mir, dass du noch einen schönen Spätsommer hast und wie immer an dieser Stelle, pass gut auf dich auf. Bis zum nächsten Mal.